Wie kannst du den Termwert bestimmen? Genau das erkläre ich dir in diesem Video mit zwei Beispielen. Das hier sind die Beispiele. Einmal Termwerte für 3x plus 2 und einmal für x² plus 3. Termwert bestimmen bedeutet, wir setzen für x verschiedene Zahlen ein und rechnen das Ganze dann aus. Das Ergebnis, das ist dann der Termwert. Machen wir das Ganze mal. Also der Term ist abhängig davon, was wir für x einsetzen. Und jetzt setzen wir für x mal 1 ein. Also 3 mal, also hier steht eigentlich ein Malzeichen dazwischen, das schreibt man nur nicht immer hin. Also das ist 3 mal 1 plus 2. Punkt vor Strich beachten, 3 mal 1 ist 3 plus 2 ist 5. Also Termwert 5. Setzen wir für x mal 2 ein. Dann haben wir 3 mal 2 plus 2. 3 mal 2 ist 6 plus 2 ist 8. Machen wir noch 3. 3 mal x, also 3 mal 3 jetzt, plus 2. 3 mal 3 ist 9 plus 2 ist 11. Typischerweise setzt man auch 0 ein für x. Also so, 3 mal 0 plus 2. 3 mal 0 ist 0, plus 2 ist 2. Und als nächstes auch mal negative Zahlen, also minus 1 für x. 3 mal minus 1, 3 mal minus 1. Negative Zahlen schreibt man gerne in Klammern, plus 2. 3 mal minus 1 ist minus 3, plus 2 ist dann minus 1. Und x gleich minus 2. Also 3 mal minus 2 plus 2. 3 mal minus 2 ist minus 6 plus 2 ist minus 4. So, soweit hier mal das linke Beispiel. Jetzt machen wir hier drüben mal weiter. X² plus 3. Auch hier setzen wir jetzt für x verschiedene Zahlen ein. So, fangen wir diesmal mal mit 0 an. Also x gleich 0. Bedeutet 0 hoch 2 plus 3. Also x ist 0, 0 hoch 2, also 0 mal 0 ist 0, plus 3 ist 3. Dann setzen wir mal plus 1 ein. Also für x 1, 1 hoch 2, plus 3 ist gleich. 1 hoch 2 ist 1 mal 1, also 1. 1 plus 3 ist 4. Dann x gleich 2. 2 hoch 2 plus 3. 2 hoch 2 ist 2 mal 2, also 4. Und 4 plus 3 ist 7. Und jetzt auch mal negative Zahlen. Also x gleich minus 1. Minus 1 quadrieren. Wichtig, das Ganze in Klammern setzen, weil das Minuszeichen muss mitquadriert werden. So, minus 1 in Klammern hoch 2 ist minus 1 mal minus 1. Das ist plus 1, plus 1, plus 3 ist 4. Und x gleich minus 2 bedeutet, wir müssen minus 2 quadrieren. Also nicht 2 quadrieren, sondern minus 2. Also Klammer um das Ganze. Hoch 2 plus 3 ist gleich. Minus 2 mal minus 2 ist plus 4. Und 4 plus 3 ergibt 7. Hier ging es einmal darum, Termwerte zu berechnen. Wenn dich das Thema Terme noch mehr interessiert, dann schau doch gerne mal in die Endcard rein. Dort werde ich dir noch weitere ähnliche Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalässt. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathehilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.